Hi Leute und willkommen zu einem weiteren Guide-Video zu Rise of the Ronin. Ja, es geht mal wieder um eine Waffe und zwar diesmal um einen Säbel, der aber eine ziemlich besondere Waffe ist. Das werdet ihr sehen, wenn ihr sie lootet. Da kommt nämlich extra eine Einblendung und es geht hier um diesen kaiserlichen Ochsenschwanzsäbel. Und wo ihr den finden könnt, direkt am Anfang in der Stadt, das zeige ich euch mal. Wir starten hier auf dem Turm im Gebiet Mutter Machi und gehen dann einmal hier rüber oder fliegen, das geht schneller, hüpfen hier über die Dächer, gehen dann hier rüber und hüpfen hier rein, das kennen wir schon von dem Odachi zuletzt. Das gleicht sich ein wenig. Hier haben wir dann wieder die Box. Und so habt ihr die Waffe. Jetzt gucken wir uns mal kurz das Moveset an von der Waffe. Tauschen wir mal den Kampfstil. Ein bisschen Kung Fu. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus, aber die Waffe ist wahnsinnig schnell. Das sieht man, wenn man hier ein paar Schläge, normale Schläge ausführt. Ja, interessante Waffe finde ich, deswegen wollte ich die euch mal gezeigt haben auch. Vielleicht hat der eine oder andere ja Spaß daran. Und ja, wenn ihr hier hinkommt, erwartet euch noch eine andere Überraschung. Das werde ich aber jetzt nicht spoilern. Nochmal hier die Karte. Ihr findet hier diesen doch wirklich auch starken Säbel, zumindest am Anfang des Spiels. Starke Waffe. Und das war's mal wieder für dieses kurze Video. Ich werde jetzt noch den Rest hier der Karte aufdecken, bevor es bei mir in den zweiten Bereich aufgeht. Ich bin schon sehr gespannt. Das Spiel macht wirklich großen Spaß. Und ich sage danke fürs Einschalten und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao.